Meine sehr verehrten Damen und Herren, gerne stelle ich Ihnen in den nächsten Minuten die Anwendungen vor, die im Rahmen des Teilprojektes 4 Kulturgut Fastnacht Digital im Fastnachtsmuseum Narrenschopf entstanden sind. Im Teilprojekt 4 Kulturgut Fastnacht Digital haben sich zwei Häuser zusammengeschlossen. Das ist zum einen das Fastnachtsmuseum Narrenschopf in Bad Dürrheim und zum anderen Schloss Langenstein. Und ich bin überzeugt, dass Herr Fuchs von Schloss Langenstein die Ergebnisse, die in seinem Haus entstanden sind, anschließend vorstellen wird. Was uns verbindet, ist die Fragestellung und Zielsetzung, wie Fastnacht als gelebtes Kulturgut, als Ausdrucksform einer bestimmten Region digital erleb- und erfahrbar gemacht werden kann. Und das am besten mit dem Ziel, dass die regionale und zeitliche Fokussierung der schwäbisch-alemannischen Fastnacht aufgebrochen werden kann, sodass ein ganzjähriger Zugang zu den Brauchveranstaltungen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht möglich ist. Und Sie haben einen kurzen Eindruck der schwäbisch-alemannischen Fastnacht vor ein paar Minuten ja schon in dem kurzen Film gehabt. Und wenn wir uns Bilder wie diese anschauen, die jetzt gerade hinter mir laufen, die zeigen, wie schwäbisch-alemannische Fastnacht auf der Straße gelebt wird, dann wird auch deutlich, wie schwierig die Beantwortung der Frage ist, wie sich diese Form von Fastnacht digital erlebbar und interaktiv vermitteln lässt. Und Sie merken auch beim Betrachten dieser Bilder, dass diese Frage sich auf zwei Ebenen beantworten lässt. Zum einen gibt es eine kognitive Möglichkeit zu erklären, was den Brauch der schwäbisch-alemannischen Fastnacht jeweils auszeichnet, zu erklären, welche Figuren, welche Rollen dort welche Rolle spielen. Und zum anderen haben wir natürlich neben dieser kognitiven Ebene auch eine affektive Ebene, die die Faszination des Erlebens von schwäbisch-alemannischer Fastnacht erklären soll. Und aus diesen zwei Ebenen ergeben sich im Grunde auch die Teilprojekte, mit denen wir uns dieser Frage genähert haben. Wir haben als erstes hier Modul 1 genannt, ein webbasiertes virtuelles Fastnachtsmuseum geschaffen, das die Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fastnacht erklärt, das sozusagen diese kognitive Ebene bedient. Auf der anderen Seite haben wir hier Modul 2 genannt, eine 360-Grad-Erlebniswelt geschaffen, die es den Besuchern eben erlaubt einzutauchen in die Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Also das Involvement, das affektive Ansprechen war das, was dieses Teilprojekt 2 entsprechend auszeichnet. Und ich würde vorschlagen, dass wir zunächst beginnen mit Teilmodul 2, nämlich der Frage, wie lässt sich Fastnacht erleben, wie lässt sich dieses Erleben in einem musealen Kontext vermitteln. Dazu haben wir im Laufe der Projektlaufzeit, das heißt in den letzten 3 Jahren, mit derartigen 360-Grad-Kameras ganz verschiedene Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fastnacht aufgezeichnet. Das ist im Grunde nichts anderes als ein aus dem 3D-Drucker stammendes Rig, in das verschiedene Action-Cams eingesetzt sind. Und diese 6 Kameras, es sind tatsächlich handelsübliche Action-Cams, diese 6 Kameras filmen quasi 360 Grad bzw. jeweils einen Ausschnitt davon. Und man kann in der Postproduktion aus diesen 6 Filmen dann wiederum einen 360-Grad-Eindruck schaffen von dem Ort, an dem die Kamera eben entsprechend stand. Das heißt, wir sind losgezogen in den letzten Jahren, haben in der Fastnachtssaison insgesamt über 20 Brauchveranstaltungen mit derartigen Kameras gefilmt. Sie sehen auf dem Bild hinter mir Herrn Fuß und Herrn Brunnenkant, die jeweils mit einer Kamera losgezogen sind. Das heißt, wir waren an jedem Ereignis der schwäbisch-alemannischen Fastnacht eben mit mindestens 2 360-Grad-Kameras vertreten, um die Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen zu können. Und es ging uns dabei immer auch darum, einen ganz besonderen Kamerapunkt zu finden, das heißt eine Perspektive in unseren 360-Grad-Filmen zu ermöglichen, die einem normalen Besucher der jeweiligen Veranstaltung vermutlich nicht zugänglich war, die es aber später dann ermöglichen sollte, dass eben die Museumsbesucher an dem Brauch aus einer ganz bestimmten Perspektive teilhaben können und damit ein ganz anderes Involvement, ein ganz anderes Eintauchen in den Brauch möglich ist, als das vielleicht für einen ganz normalen Zaungast, einen ganz normalen Zuschauer möglich ist. Wir haben also eine ganze Reihe von 360-Grad-Filmen projiziert im Laufe der Projektlaufzeit und haben zunächst begonnen, diese Filme auszuspielen für derart einfache, ja Cardboard-ähnliche 360-Grad-Brillen, in die man zunächst ein Handy einschiebt als Display und dann eben das Betrachten von 360-Grad-Filmen ermöglichen. Im Laufe der Projektlaufzeit spielte zum Glück die Technik für uns, sodass wir nicht mehr auf diese einfachen Cardboard-ähnlichen Brillen angewiesen waren,
sondern inzwischen eben sehr viel leistungsfähigere Standalone-VR-Brillen einsetzen können, die eine deutlich bessere Bildqualität und damit eben auch ein deutlich besseres Eintauchen und Mitfühlen und Miterleben der 360-Grad-Filme eben ermöglichen. Im Ergebnis konnten wir im Museum Narrenschopf eine ganze Reihe von solchen VR-Stationen inzwischen installieren. Das heißt, in jedem Ausstellungsbereich finden Sie einen solchen Tisch mit Sitzgelegenheiten mit zwei oder drei VR-Brillen, bei denen der Individualbesucher selber auswählen kann, welche Filme er jetzt gerade genießen möchte. Die Steuerung der Brillen, die Auswahl der Filme, ist quasi blickrichtungsgesteuert. Das heißt, der Besucher muss nur dahin schauen, wo der Film angeboten wird, den er sich anschauen möchte. Der Film startet und er kann sich dann tatsächlich auf diesen Drehstühlen in 360 Grad in diesem Film entsprechend umschauen. Im Museum werden an jeder Station natürlich die Filme angeboten, die Bezug haben zu den Ausstellungsgegenständen in dem Bereich, wo wir uns gerade im Museum befinden. Diese Form der Präsentation der 360-Grad-Filme richtet sich vor allem an Individualbesucher, die dann eben auch individuell auswählen können, welche Filme sie rezipieren möchten. Da wir das 360-Grad-Material schon hatten, hat sich eine zweite Form der Präsentation im Museumskontext angeboten. Dafür haben wir vor dem Museum eine 360-Grad-Projektionskuppel geschaffen, die, Sie sehen das gerade in dem Film hinter mir, auch die Architektur des Narrenschopf entsprechend aufgreift. Das Museum Narrenschopf bestand bisher aus drei gebauten Kuppeln und konnte jetzt eben erweitert werden um diese vierte Projektionskuppel, die es dann ermöglicht, die geschaffenen 360-Grad-Filme zu präsentieren und richtet sich damit nicht mehr so sehr an Individualbesucher wie die VR-Brillen, sondern richtet sich mindestens genauso stark an Gruppen, die das Museum besuchen und denen damit eben ein gemeinsames Eintauchen, ein gemeinsames Erleben dieser 360-Grad-Filme ermöglicht wird. Für uns hieß das, dass wir die Filme sozusagen noch ein zweites Mal durch den Postproduktionsprozess geschickt haben, um sie einmal eben optimiert für die VR-Brillen und einmal optimiert für die Kuppelprojektion rausrechnen zu lassen. Sie haben es gemerkt, dieser Teil spricht vor allem das Eintauchen, das affektive Erleben der schwäbisch-alemannischen Fasnacht an. Ganz anders ist es bei unserem ersten Modul, dem virtuellen Museum. Das virtuelle Fasnachtsmuseum der schwäbisch-alemannischen Fasnacht greift sehr viel stärker auf die kognitiven Aspekte der schwäbisch-alemannischen Fasnacht zurück und erklärt sozusagen die Bedeutung der Bräuche, die Bedeutung der Figuren, die beteiligt sind. Und ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal ganz kurz rein in das virtuelle Fasnachtsmuseum, dass Sie einen Eindruck davon bekommen, wie das entsprechend aufgebaut ist. Wir haben hier gleich auf der Startseite den Überblick über die Themenbereiche, in denen wir uns dem Thema schwäbisch-alemannische Fasnacht nähern. Sie sehen, das fängt an bei der Erklärung der Frage, was fasziniert überhaupt an der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, über Formen und Verbreitungen, das heißt die Gegenüberstellung von schwäbisch-alemannischer Fasnacht zum beispielsweise dem rheinischen Karneval und auch dem Herausarbeiten der gemeinsamen Wurzeln. Alles das sind Themen, die in diesen Modulen, insgesamt sind es 15, bearbeitet werden. Und dazwischen findet sich in dieser langen Liste der Module auch das eine oder andere Juwel. Ich möchte bei der Gelegenheit nur auf dieses Modul, die Welt des Peter Bruegel, hinweisen, in der in ganz wunderbarer Art und Weise das Bild von Bruegel, Fasnacht und Fasten einander gegenübergestellt und die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede der beiden Bildhälften herausgearbeitet werden. Zweifellos können wir mit gutem Recht behaupten, dass das einer der Juwelen im virtuellen Fasnachtsmuseum ist und ich möchte Sie herzlich einladen, sich das tatsächlich auch mal in Ruhe anzuschauen. Neben dieser Aufbereitung, dieser strukturierten Aufbereitung der Themenfelder haben wir dann weiter unten, ich scrolle noch ein Stück runter, auch einen monatlichen Hingucker. Das heißt, einmal im Monat kommt ein besonderes Objekt, ein besonderes Ereignis, das dargestellt wird, immer aus dem Archiv der VSAN, das heißt sehr viele historische Bilder, sehr viele historische Ereignisse werden dort nochmal aufgegriffen und Monat für Monat sozusagen ergänzt, sodass es sich auch lohnt, dass Sie regelmäßig im virtuellen Fasnachtsmuseum vorbeikommen. Ich möchte Sie einladen, dass Sie das virtuelle Fasnachtsmuseum selber besuchen, selber darin stöbern, weil Webseiten gezeigt zu bekommen, ist ungefähr so spannend, wie anderen Leuten beim Angeln zuzuschauen. Sie haben mit Sicherheit mehr davon, wenn Sie auf virtuelles-fasnachtsmuseum.de gehen
und sich selber mit den Inhalten des virtuellen Fasnachtsmuseums beschäftigen. Dazu möchte ich Sie einladen, aber ich möchte Sie auch einladen, dass Sie die Webseite zum Projekt besuchen, projektwebseite.vsan.de. Das ist die Seite, auf der wir Sie regelmäßig über die Fortschritte in unserem Teilprojekt informieren. Und Sie haben auch die Möglichkeit, sich dort in einen Newsletter einzutragen, um dann aktiv von uns immer dann informiert zu werden, wenn es Neuigkeiten gibt. Darüber hinaus möchte ich Sie aber natürlich auch ganz herzlich einladen, in Bad Dürrheim im Narrenshop vorbeizukommen und dort beispielsweise die Kuppelpräsentation zu besuchen, dort beispielsweise auch in die VR-Brillen einzusteigen. Es würde mich freuen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall bis hierher für Ihr Interesse. Herzlichen Dank.